Ja, hallo, ich bin Astrid Volkwarzen, ich bin Pastellmalerin und mein künstlerischer Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von den nordischen Landschaften. Was mich besonders interessiert, ist das Licht in der Landschaft und die Umsetzung dieses Lichtes. Ganz besonders oben in Norddeutschland, wo ich auch herkomme, wohne südlich von Hamburg und bin wahnsinnig gern oben in Schleswig-Holstein und an den Küsten. Und das Licht da oben ist etwas so unbeschreiblich Schönes und Besonderes. Und genau das ist das, was ich auch immer umsetzen möchte in meinen Bildern. Und was auch die Leute, die dort oben sind, genauso auch empfinden und sehen. Das ist aber nicht immer, muss nicht nur das Licht oben in Norddeutschland sein, das kann auch woanders sein. Hauptsache Licht. Licht. Und ganz schlimm ist nur blauer Himmel oder nur grauer Regen. Und alles andere ist gut. Das Wunderschöne am Pastell ist für mich das Unmittelbare, dass ich den Pastellstick in der Hand habe und mit dem puren Pigment im Bild bin. Pastell lebt davon, dass man Schichten übereinander setzt und auch zum Teil wieder wegnimmt. Und für mich ist das die ideale Technik, um das Licht in den Himmel, im Wolken darzustellen. Für mich ist das mit keiner anderen Technik vergleichbar, dass man das so umsetzen kann, genauso wie ich es empfinde. Meine Familie und ich, oder auch besonders ich, bin wahnsinnig gern draußen in der Natur. So verbringen wir auch unsere gesamte Freizeit und Ferien. Es ist immer, dass wir draußen sind. Und ich habe da mein Skizzenbuch dabei. Wenn ich kann, halte ich dort Skizzen fest, schwarz-weiß, Bleistift. Gerne auch mit Farbe dann noch im Aquarell koloriert. Wenn ich kann, und das ist das höchste der Gefühle natürlich, dann arbeite ich plenär. Das heißt, ich baue meine Staffelei auf und mal direkt vor Ort mit einem Pastellsortiment, was ich dann mit habe. Und das ist einfach dann alles so unmittelbar in der Wahrnehmung. Das speichert sich förmlich ab. Und wenn ich später im Atelier bin, es ist alles da. Von den Gerüchen, vom Wind, von der Sonne, die Farben, das ist dermaßen toll abgespeichert da oben. Nicht immer kommt ein Bild dabei raus beim Plenär, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht ums Spielen, die Wahrnehmung der Farben. Und ganz besonders intensiv habe ich das jetzt empfunden auf dem Wildkogel. Wir sind gerade wieder zurück und waren jetzt dann im Oktober da oben für 5 Tage. Bei diesem Wahnsinnslicht, jeder, der da oben war, der kann das nachempfinden. Und dort oben direkt vor Ort zu malen und das dann umzusetzen, Das zeigt sich dann auch wieder in den Bildern, die dann später entstehen im Atelier. Das Besondere am Wildkogel war gerade in den Morgenstunden, um 6 Uhr aufzustehen und beziehungsweise schon draußen auf der Terrasse zu sein und zu sehen, wie die Sonne über die Bergkämme da klettert und die Landschaft verändert und oben die Bergkuppen, wo vorher noch gar kein Licht ist und trotzdem kann man das schon wahrnehmen in seinen Blautönen und diesen Schattierungen, die Bergwand runterlaufen und unten der Nebel und dann leuchten so ein paar kleine Lichter vom Tal hoch und wie das dann immer weiter hochkommt und so einen ganz bestimmten blauen Schatten da in den Hang wirft. Das ist toll zu sehen und wahrzunehmen und macht, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann es nicht beschreiben, ich kann es nur malen. Früher habe ich viel figurative Arbeit gemacht, insbesondere Akt. Und das ist aber so in den letzten Jahren doch ein bisschen eingeschlummert. Und da war der Fokus sehr stark auf der Landschaft. Aber mir fehlt die Figur, insbesondere der Akt. Insbesondere der Frauenakt. Das liebe ich so in seiner ganzen Form und Sinnlichkeit. Und das wiederum lässt sich super toll mit Pastell umsetzen. Und ich freue mich, dass das wieder jetzt Einzug in mein Leben hält. Und das Spannende ist, es variiert von der Technik. Pastell ist sehr vielseitig in seiner Technik. Und je nachdem, was für eine Kreide ich benutze, auf was für ein Papier, kann ich völlig unterschiedliche Farbaufträge nehmen. Und da macht es mir unendlich viel Spaß, in eine ganz andere Richtung vorzugehen, auch von der Technik her. Man kann sich sonst doch sehr gemütlich einrichten, so in seiner Technik, und sich nicht mehr weiterentwickeln. Und das geht in eine völlig andere Richtung. Andere Farben, andere Vorgehensweise, und es bereichert mich künstlerisch sehr. Und ich freue mich darauf, dass das wesentlich stärkeren Einfluss in der zukünftigen Arbeit haben wird.